So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Wir waren stehen geblieben bei dem Thema wegen YouTube-Veränderungen allgemein. Und zwar ist es selten, dass ich über YouTube rede für Leute, die gerade erstmal ins Let's Play reinschauen. Das kann auch sein, normalerweise rede ich über alles Mögliche, Gott und die Welt. Aber in dem Fall sind wir auf YouTube hängen geblieben, weil die Frage war allgemein: YouTube, wie es einen so verändert. Ach nee, ich habe noch mehr Holz im Inventar. Mir ist aufgefallen, ich wollte den neuen Spark Gaming Kanal, ich sag jetzt mal, erstellen. Dafür muss man sich zuerst ein Google-Konto erstellen, wo die nach Namen fragen. So, ist mein Name eingegeben, Google-Konto erstellt, alles wunderbar, geh dann schön erstmal auf YouTube und was steht dann da? Auf einmal hat der YouTube-Kanal den richtigen oder den normalen Namen von mir gehabt und nicht einen Nickname, den ich mir eigentlich aussuchen wollte. Also, ich glaube, YouTube ist mittlerweile dabei, dass es versucht, die Namen der User an die echten Namen anzupassen, dass da keine Nicknames mehr drin sind. Finde ich persönlich eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich keiner theoretisch muss den vollständigen Namen von irgendeinem Kanal wissen. Jeder sollte dazu berechtigt sein, sich Nicknames auszudenken. Und das habe ich auch so gesagt, nee, das geht so nett. Bin hin, habe gleich wieder mal das Google-Konto gelöscht, was ich soeben erstellt hatte. Und habe dann halt mehr oder weniger dann mir ein neues Google-Konto erstellt, aber nicht meinen richtigen Namen eingeben, sondern einfach Spark of Phoenix Let's Play. So. Und dann konnte ich, also ihr müsst irgendwas Fiktives allgemein eingeben, und dann konnte ich auf einmal, als ich dann auf YouTube drauf bin, das Google-Konto aktiviert hat, war kein Google Plus drauf. Beim ersten Mal hat sich automatisch Google Plus aktiviert. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil es ein realer Name war. Beim zweiten Mal, wo es dann kein realer Name war, also offensichtlich kein realer Name, war es dann so, dass auf einmal kein Google Plus mehr drauf war. Also gleich am Anfang schon mit aktiviert oder hatte ich keinen Google Plus Account erstellt nebenbei. Ich so, okay, gut, habe ich jetzt keinen erstellt. Die Frage ist, warum? Egal. Bin ich auf YouTube drauf und der Kanal hieß dann nicht Spark of Phoenix Let's Play, sondern ich konnte mir einen Namen aussuchen auf einmal auf YouTube. Das heißt, vorher war ich gezwungen worden, meinen richtigen Namen praktisch als YouTube-Account zu verwenden. Und im Nachhinein dann, wo ich nicht den richtigen Namen angegeben habe, war es dann möglich, dass ich mir ein Nickname aussuche. Okay. Ich frage mich nur, warum das in dem Fall dann so gemacht wurde. Ich finde es ein bisschen... muss nicht wirklich sein, oder? Also ich bin eigentlich dagegen, dass man praktisch schon die realen Namen nehmen muss. Ich glaube, das ist mehr oder weniger so gemacht, auch dass nicht mehr so viele, ich sag jetzt mal, Spam-Kommentare in den Videos landen, weil man nicht mehr so ganz anonym ist, wenn man den Namen kennt. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber ich finde, es ist vielleicht nicht so der richtige Weg, dass man dazu gezwungen wird, das zu machen eigentlich. Wenn, dann hätte man es gleich schon von Anfang an machen müssen, aber dann nicht ändern mittendrin. Ich persönlich finde es nicht so gut, wenn man das... Habe ich gerade persönlich gesagt? Ich persönlich finde es nicht so gut, wenn man das im Nachhinein noch gezwungen wird zu ändern. Oder im Nachhinein einfach allgemein so gezwungen wird da noch. Nein, also nicht die jetzt schon einen haben, brauchen keine Sorge haben, sondern nur die jetzt noch einen neuen erstellen. Ab sofort, die müssten das dann eventuell machen. Sei denn, man gibt irgendwas anderes an und dann landet man da. Aber ich wollte halt... Und wegen der Namenswahl allgemein, sorry, Spark Gaming TV, es war nichts anderes mehr übrig. Ich habe alles möglich probiert. Spark LP, Sparky LP, alles mögliche, Spark Gaming LP, Spark, und am Ende blieb es einfach nur bei, Spark Gaming TV, so rum, es war alles belegt, ich konnte mir nirgendwo mehr den richtig entsprechenden Namen raussuchen, weil irgendwie andere schon sich Accounts erstellt hatten auf YouTube, die so hießen, und dann waren die Namen natürlich blockiert und dann ging gar nichts mehr, finde ich persönlich, naja, okay, hätte jetzt nicht sein müssen, aber... Neulich habe ich mich jemand angeschrieben mit dem Nickname Spark of Redstone. Okay, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Das ist ja so, wie wenn du dich... Heute habe ich auch einen gesehen, wenn du dich Gronkh 10 nennst. Also einfach nur Gronkh normal und dann einfach eine Zahl, der Gronkh 10. Ist jetzt auch nicht so der kreative Name. Wenn man sich dann schon vielleicht einen Nickname erstellt, dann sollte man sich auch schon einen eigenen erstellen. Finde ich jedenfalls. Da muss man jetzt nicht irgendjemand anders danach machen, mehr oder weniger. Das ist so ein bisschen... Ja, naja, muss nicht sein. Und ich frage mich gerade auch, pass mal auf, wie es am besten aussieht mit dem Dach hier. Oder wie man es am besten gestalten kann. Das jetzt fail. Das Dächelein, Momentchen, wird dann so... Nein, das will ich doch gar nicht. Okay, so platziert werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf bin, kann ich auch... Okay, gut, ich kann hier oben drauf auch laufen. So, die gefailten... Ups. Nein, oh, shit. Ja, das ist ein bisschen kompliziert mit den neuen Bautechniken, wenn man, also praktisch, ich kann es mal kurz zeigen, wenn man an der oberen Kante dieses Holzblocks ansetzt, zeigt der nach unten, und wenn man an der unteren Kante dieses Holzblocks, also hier unten ansetzt, zeigt der nach oben. Kreativ. Okay, aber muss man ein bisschen genauer setzen, geht nicht mehr alles so leicht. Moment, da natürlich noch eins nach vorne, so, damit es ein Stückchen überlappt. Hier vorne genau das gleiche. Überlappt und dann die nächste Etage mit rein. Ich werde jetzt hier wohl
Autsch, mehr oder weniger jede Menge von diesem Holz brauchen, also um die Treppen zu erstellen. Das wird nämlich jetzt hier das Dach, wer hätte gedacht. Und... Bug? Hey! Moment, hier stimmt was nicht. Aber hier kann man durchgehen, guck mal, hier kann man hochlaufen, obwohl es ein ganzer Block ist. Achtung, wenn ich jetzt hier einsetze, zack! Wusste ich's doch, ich hab's glaube ich schon mal in der Let's Show... Definitiv Bug. Ich kann nämlich durchlaufen, guck mal. Warte, warte, F5. So. Und durchlaufen. Ich stehe in dem Block drin. Hahaha, ich stehe im Block drin. Klasse. Wirklich genial. Nicht. Schade. Okay, ist halt so eine Sache. Wie gesagt, ich hole mal ein anderes Texture Pack. Jetzt demnächst, wenn die Aufnahmesession vorbei ist und ich dran denke, gucke ich mal noch einen neuen, weil, was an die Rüstung konnte ich mich irgendwie nie gewöhnen hier. Die Boots vor allen Dingen, was sind denn das für Boots? Wie sieht denn das aus? Von der Seite? Also wenn man es hier auf den Char guckt. Okay, naja. Naja, also übelst toll finde ich es jetzt nicht, aber... So, ich gehe da ein bisschen durch und... Autsch, von unten holst du das Ganze dann wieder ab. Also die falsch gesetzten, die gehören da nicht mit rein. Und vor allen Dingen mache ich dann auch einen Zugang nach oben, also eine weitere Leiter, sage ich jetzt mal. Ich werde keine Treppe reinbauen, weil die zu viel Platz in dem Haus wegnimmt. Ich mache es mit einer Leiter in den oberen Raum. Ich denke mal, unten wird dann mehr nur so Wohnraum sein und oben kommt dann eine Schlafstätte rein. Also was heißt Schlafstätte? Einfach so ein Pennbereich. PB, Pennbereich. PB für Plumbum, für Blei. Periodensystem der Elemente. Ja, Spark hat schon Themen, ich weiß. Dann, da noch hin. Nein, fail. Dann, nein. So, genau so. So nicht anders. Habt ihr es gehört? So nicht anders. Momentchen, Momentchen. Zack. Und jetzt ist gleich mein Treppenvorrat leer. Kennt ihr das, wenn ihr nicht mehr genug Treppen in der Hand habt? Ausleeren. Ausleeren. Abbauen natürlich. Von innen das ganze Zeug ist was rund. Nee, stimmt. Kann ja gar nichts reinfallen. Haha, ich war ja außen. Und diesen komischen Turm wegbauen, weil von innen kommt jetzt gleich so ein weiter Zugang nach oben, sag ich jetzt mal, auf die nächste Etage. Dazu müsste ich mir Leitern craften. Also vom Design hier sieht's, es geht. Ich denke mal, von innen müssen wir noch machen, dass wir hier nochmal so eine Treppe von unten ransetzen. Habe ich noch welche dabei? Ich habe noch welche dabei, verdammt, stimmt ja. Pass mal auf. So. Guck mal. Na, sieht auch viel, viel besser aus. Okay, Leiter. Ich brauche sechs Leitern. Und ich bräuchte auch nochmal irgendwas, wo wir hochklettern können. Soll ich das aus normalen... Soll ich die hier hinbauen? Komm, ich baue die hier hin. So eine Leiter nach oben aus diesen Blöcken. Das heißt, es zeigt auch nach oben. Zack, zack, zack. Es soll nicht direkt an der Wand sein, weil hier oben ja das Dach ist. Das heißt, da könnte es Problemchen geben. Eins nach oben müsste ich noch, beziehungsweise hier ist ja jetzt frei dann. Und hier kommen jetzt die Leitern hin. Also das weiß noch keiner, oder wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe mal, ihr wisst, was ich meine. Oder was ich machen will. Ein so ein Ding gibt drei Leitern. Ich brauche, ich nehme mal 6 Stück. 6 ist auch immer noch am besten. Ohne jetzt 2. Ne, doch, war zwar durch. Dann einmal ganz kurz. Da. Und vor allen Dingen noch, wenn ich jetzt hier oben bin. Kommt, geht das noch? Ne, geht nicht. Ich muss hier noch einen anderen Block hinbrachen. Aber der muss nach oben zeigen. Das will ich mit dem Dschungelholz machen. Moment. Moment. Nee. Der soll nach oben zeigen. Momentchen. So vielleicht? Ja, jetzt geht's. Dazu noch die Leiter dran setzen. Passt das genau perfekt von der Leiternanzahl. Da kommen wir schön rein, hoch und runter. Gehen jeweils immer und haben einen Zugang. Okay, die Leiter, die sollte da auf jeden Fall bleiben, finde ich. Ja, müssen wir dann mehr ausdekorieren und so, aber das passt. Jetzt kommen wir zumindest schon mal aufs Dach drauf. Und, oh, Hungeranzeige. Achtung, darf ich nicht aus den Augen gelassen. So. Treppchen kommen dann, wie gesagt, an den Seiten auch dran. Muss ich gucken. Mit Fliegen ist es halt viel einfacher, aber... Oh, jetzt hängt irgendwie die Maus ans Mögliche hängt. Jetzt geht's. Das hätten wir dann noch. Das können wir stacken. Und dann hauen wir nochmal hier drüben die andere Seite einen kleinen Tick weiter. Und wenn sie dann so aus und so und so und so. Und ich glaube, so die letzte Folge für heute, die ich drehe... Keine Ahnung, welcher Folge wir gerade sind. Ich habe ein bisschen vorgetreten, ein paar Folgen. Kann man dazu machen. Na, geht's noch? Nein, da will ich noch gar nicht hin. Hängt hier immer noch das wegen dem... wegen dem Holz da. Pass auf. Wegen dem Holz im Haus hängen hier immer noch die Blätter dran. Was eigentlich nicht sein sollte. Die Decay nämlich nicht. So, Moment. Gut, jetzt passt es eher. Und von hinten ist es auch nicht so schlecht, dass wenn das Haus fertig ist. Da kommt noch was dazu. Hier kommt noch mehr zu bezüglich der Außenwand. Es soll nicht so flach bleiben wie hier. Guck mal, es ist ja flach wie ein...
wie flach halt, ne? Wie eine spiegelglatte Eisfläche, so ist das flach. Aber da soll noch ein bisschen was mehr gemacht werden. Okay, von innen kann ich dann auch hoch, ja. Okay, komm, die 7 Treppen platziere ich noch und dann beende ich die Folge. Dann gehe ich zurück ins Haus, hier vorne rein, ins Bauernhaus. Hol mir unter anderem noch... Okay, Mikrofon so an, ich dachte gerade. Hol mir unter anderem noch bisschen mehr Holz, mach noch ein paar Treppchen und mach schon mal das Dach eigentlich fertig, so wie es sein sollte. Dann hätten wir das schon mal fertig hier. Warum kann ich hier nichts dran setzen? Kann es jemand erzählen? Warum kann ich hier keine Treppe dran setzen? Bin ich zu dämlich oder was? Warum geht denn das nicht? Ich kann auf einmal an die Seite da keine Treppe dran setzen. Erklär mir mal warum. Ich probiere es nochmal. So. Hingehen und an die Seite hier, so wie die ganze Zeit auch schon war. Jetzt geht's. Okay. Und hier hinten, okay, da geht's auch. Nächste Etage auf dieser Seite, das da. Das da und gleich sind die Treppen alle. Ich seh's kommen und Endstation. So, das wär's dann von dieser Folge gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir schnappen uns erweitertes Holz, bauen das Dächle weiter. Und ich guck mal, was wir reden nebenbei. Bei den Commentaries übrigens auf Smart Gaming TV, da gucke ich mal, ob ich da so ein paar kurze, knappe, prägnantere, interessantere Themen reinhaue, weil da muss ich ja nicht live kommentieren, sondern es ja nachkommentiert. Mal gucken, was da so Spannendes gibt. Ich sag schon mal Tschüss.